Zu Besuch in Oberolm bei Jedi. Die Hard-Rock'n'Roll-Band probt für ihren großen Auftritt in der Frankfurter Butch Cup. Dort stehen die Rocker im Regionalfinale des Nachwuchswettbewerbs Emergenza, ein internationales Musikfestival. Über ein Dutzend Mitbewerber aus dem Rhein-Main-Gebiet haben Jedi hinter sich gelassen. Im Finale messen sie sich mit den 12 besten Emergenza-Bands der Region. Wir wollen den Leuten unsere Musik näher bringen. Wir wollen, dass die Leute Spaß haben. Ich meine, wir wollen natürlich auch Spaß haben. Ehrgeiz gehört natürlich auch dazu, dass wir auch weiterkommen wollen. Das haben wir jetzt auch gut geschafft. Ich meine, allein die Butch Cup ist ja wirklich schon eine Adresse. Da spielt man ja jetzt nicht alle Tage. Gewinnen Jedi in Frankfurt, dürfen sie zum Westdeutschland-Finale nach Köln. Wer dort gewinnt, spielt bald international vor tausenden Fans beim Taubertal-Festival. Wir sind alle sehr motiviert dabei und haben Bock drauf und hoffen, dass wir noch viele Leute mit unserer Musik begeistern können. Jedi. Das sind Gregor Andreska am Mikrofon, an den Gitarren Sebastian Lieberker und Theresa Wüst, Kevin Bruns am Schlagzeug und am Bass James Marklow. Mai 2016. Jedi vor ihrem bisherigen Karrierehöhepunkt, live on stage in der prestigeträchtigen Butch Cup. Hunderte Rockfans sind gekommen, um auch die Oberolmer zu sehen. 25 Minuten haben Jedi auf der Bühne Zeit, um die Zuschauer und die Jury zu überzeugen. Die Gefühlswelt der Nachwuchsmusiker lässt sich mit einem Wort beschreiben: Anspannung. Gregor ist total am Ausrasten, das heißt, oh, es ist nervös? Ach so, langsam. Nein, gar nicht. Die letzten Vorbereitungen. Yeah. Totaler Adrenalinkick. Nach dem Auftritt Freude und Erleichterung. Das war geil. Mega geile Bühne, geiles Publikum. Hat Laune gemacht, auf jeden Fall. Diesmal reichte es nicht zum Sieg für die Oberolmer, Platz 6. Was aber bleibt, ist unbezahlbar. Ein unvergessliches Erlebnis. Jedi haben die Cup gerockt.